In der Gynäkologie begrüßt Schwester Leandra eine Patientin und ihren Ehemann. Die Frau wurde aus der Notaufnahme überwiesen. Dr. Taifun Kraft kümmert sich um sie. Hallo. Herr Dr. Hagen, hallo. Ja, das Herr Hagen. Frau Hagen, guten Tag. Müsste nur einmal eben hierhin, Herr Hagen. Ja, na, selbstverständlich. Ja. Was haben Sie denn? Schmerzen. Seit wann haben Sie das denn? Drei Monate. Wieso haben Sie so lange gewartet? Ja, es wurde zwischendurch besser. Und mit den Ibuprofen ging das auch. Aber jetzt ist es so schlimm geworden. Wir haben vorhin gesagt, wir kommen jetzt her. Ich kann ja doch nicht drei Monate lang mit der Ibuprofen. Danke. Also habe ich auch gesagt. Sowas verstehe ich wirklich auch nicht, Frau Hagen. Okay. Irgendwas noch, Erkrankungen vorher? Oder ist das erste Mal sowas? Nein, gar nicht. Vorher war nie was. Ja. Alles gut. Ich wollte natürlich wissen, warum die Frau so Schmerzen hat. Möchte aber die Diagnose stellen und ihr helfen. Aber was da erlebt hat, hatte ich mein ganzes Berufsleben noch nie sowas miterlebt gehabt. Ich muss da erstmal meine Brust abtasten. Bitte? Ich muss Brust abtasten bei Ihrer Frau. Die Brust meiner Frau? Ja. Nein. Wie nein? Wie nein? Verstehe nicht. Nein. Wie soll ich denn feststellen, dass was. Haben Sie keine Ärztin oder sowas? Ja, die hat ja später Dienst. Momentan. Wie viel Uhr denn? Ja, Nachtschicht erstmal. Das kommt jetzt wesentlich später. Ich verstehe Sie nicht. Nein. Das sind die Brüste meiner Frau und die rühren sich. Ich mache das seit Jahren, das Gleiche. Ja. Ich habe kein Interesse an Ihrer Frau. Grüße, pass auf. Ich habe nur noch. Sagst du das bis nachher? Komm, jetzt haben wir es 3,5 Stunden, dreieinhalb Stunden noch zurück. Okay? Sie leidet doch ja, die sehen Sie doch ja. Ich leide auch, wenn Sie an die Brüste gehen. Das möchte ich nicht. Sie wollten von einer Frau, also einer Gynäkologin, untersucht werden. Und das ist natürlich ein gutes Recht. Kann Patienten entscheiden, von wem sie untersucht werden möchte. Allerdings in diese schmerzverteilte Gesicht und diese Situation und der Druck von dem Mann, das war für mich fast unerträglich. Auf jeden Fall, Sie wollen nicht, dass ich Ihre Frau untersuche. Nein, ja, definitiv gut. Nicht. Dann tust du sie bitte in ein Patientenzimmer. Damit ist die Sache für mich erledigt. Okay. Dann warten Sie. Wann kommt denn Ihre Kollegin? Heute Abend zum Schicht. Heute Abend? Spät, ja. Haben Sie eine genaue Uhrzeit? 19, 20 Uhr? Wann kommt sie? Ich weiß nicht. Ja, so gegen 8:30 schätze ich, ist sie hier. Okay. Aber sie muss sich dann auch erstmal umziehen und ein bisschen. Sich umziehen? Okay. Alles klar. Ist die Aufstation bis nachher. Ne? Das ging gut. Okay. Nee. Ja? Bis nachher. Ich war entsetzt von seiner Reaktion und frustriert natürlich, ohne ihr helfen zu können, aus dem Zimmer zu gehen. Schließlich entscheidet natürlich die Patientin, die war ja richtig hörig auf, Mann. Wegen der Eifersucht ihres Mannes ist die Frau 3 Monate lang trotz großer Schmerzen nicht zum Arzt gegangen. Auch jetzt wartet sie seinetwegen wieder, bis sie es einfach nicht mehr aushält. Hallo, Frau Hagen. Es wird immer schlimmer mit meinen Schmerzen. Kommen Sie vielleicht. Kommen Sie mir mal schnell den Rollstuhl bitte. Warten Sie erst mal. Bevor Sie mir hier zusammenklappen, das bringt mir hier jetzt gerade gar nichts. Soll ich den Telefon anrufen? Ja, bitte. Ja, bitte. Moment. Setzen Sie sich mal hier rein. Vorsichtig. Ja. Ich kann Ihnen jetzt nicht wirklich einfach Medikamente geben, Frau Hagen. Das tut so weh. Ne, und ich muss den Doktor jetzt tatsächlich hinzurufen. Sie wissen doch, was mein Mann gesagt hat. Ich weiß. Aber möchten Sie jetzt wirklich noch 2 bis 3 Stunden warten, bis die Kollegin da ist? Bitte, ich appelliere jetzt wirklich an Ihrer Vernunft. Ich habe aber Angst, dass mein Mann meckert. Ja, aber das ist jetzt gerade. Wo ist denn Ihr Mann? Ist der im Zimmer? Nee, der ist die Kleine holen. Ja, sehen Sie. Dann können wir doch die Untersuchung schnell machen. Dann wissen wir doch Bescheid. Ja, beziehungsweise okay. Sie. Aber dann müssen wir es ganz schnell machen. Ja, geben Sie sich einen Ruck. Es sagt keiner was Ihrem Mann. Es geht jetzt gerade um Sie. Ja. Okay? Geben Sie sich einen Ruck. Dann machen wir das. Sehr aber schön. Er darf nichts mitkriegen. Nein. Von uns erfährt keiner was. Dann müssen wir aber jetzt auch reinfahren, weil sonst ist er ja gleich hier, ne, im Anmarsch. Es war mir unglaublich wichtig, Sie zu überzeugen. Und ich war wirklich einfach nur glücklich in dem Moment, dass Sie sich dann bereit erklärt hat, sich untersuchen zu lassen. Ah, warten Sie, ich mach das. Ja, ich mach das. Mach du mal. Müssen Sie sich gar nicht. Ich hab auch nur mein BH an. Ja. Warten Sie, darf ich den eben aufmachen? Ja. Das tut ich hatte auch fest vorne. Ja, da ist jetzt auch Spannung drauf. Der BH mit dem Bügel ist natürlich jetzt auch gerade nicht so gut. Ne? Oh. Da ist er ganz schön rot. Ja. Ich darf da gar nicht drauf drücken, wa? Das ist ja ganz schlimm. Sie haben ja auch lang genug gewartet, was? Bis die Entzündung ganz schlimm werden würde. Als ich die entzündete Brust gesehen habe, hat es mir fast auch wehgetan, weil die waren hochgradig rot entzündet. Dass die Frau damit überhaupt 3 Monate, sagenhafte 3 Monate rumgelaufen ist, ist für mich unerklärlich. Nee, also normalerweise muss man ja Ultraschall machen, aber bei der Entzündung hier, wenn ich lässt sich auch noch nicht mal tasten. Ich würde das mal eine CT veranlassen. Soll ich mal schnell anrufen? Wenn du bitte mal jetzt, packen wir da direkt zu. Also.
Die Ursache der stark entzündeten Brustwarzen könnte unter anderem ein Tumor oder eine Zyste sein. Ein CT soll Klarheit schaffen. Doch dann taucht der Ehemann der Patientin wieder auf. Hallo. Hi. Da sind Sie ja wieder. Ja, hallo. Alles klar? Ja, nee, ich möchte gerne zu meiner Frau. Ihre Frau wird jetzt gerade untersucht. Bitte? Herr Hagen. Ja, kommen Sie mal hier zur Seite. Ist nicht Ihr Ernst? Ja, dann warten wir kurz. Doch. Nein. Das hat fast... Ich geh mal kurz. Hören Sie mir mal kurz zu. Nein. Geh mal ein Stück. Ich habe vorhin ausdrücklich gesagt, dass ich das nicht möchte. Ja. Und was läuft denn da drin? Hallo. Bitte hören Sie mir jetzt mal zu. Ist die Ärztin schon da? Herr Hagen, ich möchte mit Ihnen darüber jetzt auch nicht diskutieren. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Ihre Frau in einer Untersuchung ist. Warten Sie mal ganz kurz. Okay? Ganz kurz. Sekunde. Ich möchte nicht, dass Sie mich... Bitte eingefallen, von Schwester. Gehst du mal ein bisschen noch mal raus spazieren? Ja, ich muss ja mal was klären. Ja? Okay. Ich habe vorhin gesagt, das läuft so nicht. Und jetzt einfach wird alles hier über meinen Kopf. Ich glaube das einfach. Herr Hagen, Sie können hier nicht einfach in Patienten... Möchten Sie, dass ich den Sicherheitsdienst anrufe? Herr Hagen! Sicherheitsdienst, ich tue jetzt ist Schluss. Wissen, wo meine Frau ist. Helena! Kann mal einer von euch bitte den Sicherheitsdienst oder sowas informieren? Ich habe Ihnen gesagt, hier findet eine Untersuchung statt gesagt, und Sie können... Das läuft so nicht. Wir sind hier im Krankenhaus, Herr Hagen. Wie führen Sie sich eigentlich auf? Was ein Krass hier. Essen, was ist denn hier los? Was ist los? Der ist hier völlig außer Rand und Band. Ein Monat hast du ausgehalten und jetzt... Ich habe jetzt gesagt, Sie sollten sicher sein. Wir müssen uns mal ganz klar sprechen. Moment. Haben Sie sie angerührt? Ich habe einfach nur Schmerzen. Hier entscheidet... Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder begleiten Sie die Polizei zur Wache oder Ihre Frau nach oben zur Röntgenabteilung. Patienten hat zu entscheiden... Ich verstehe Sie schon. Ich verstehe Sie. Nehmen Sie Ihre Tasche. Ja. Verhalten Sie sich ruhig. Und seien Sie dafür Ihre Frau. Es geht um Ihre Gesundheit. Ja? Also ich glaube, es hakt. Wirklich. Ja. Fahren Sie Ihre Frau mit und gut ist. Fürs Erste scheint sich der Ehemann beruhigt zu haben. Aber welche Ausmaße seine Eifersucht noch annehmen wird, ahnt bislang niemand. In der Zwischenzeit kümmert sich Dr. Taifun Kraft um seine nächste Patientin. Ein 17-jähriges Mädchen ist wegen mysteriöser Schmerzen im Genitalbereich gekommen. Sie wird von ihrer Mutter begleitet. Möchte ich erst mal wissen, was Sie haben? Ja, ich habe starke Intimschmerzen. Ich möchte auch nicht so darüber reden. Ich war auf jeden Fall Fahrradfahren und jetzt habe ich so starke Schmerzen. Hat das so viel mit dem Sattel da reingerieben oder irgendwas? Ich wissen Sie schon. Auch nicht. Wissen Sie nicht so genau. Nicht so genau. Ja, müssen wir mal angucken. Sie müssen sich mal bitte unten frei machen. Ich hole jetzt den Gynäkologenstuhl. Okay. Die Tochter war schon eher sehr ängstlich. Wollte nicht so mit der Sprache rausrücken. Ich hatte so den Eindruck, dass sie ihrer Mutter da irgendwas verheimlichen wollte. Ja, geht's so? Ja, es geht. Sie haben ein bisschen entzündlich hier. Ja. Sie haben irgendwas da Schwarzes unten. Da kann ich nicht. Kannst du mal ein bisschen Licht besser einstellen? Ich sehe das so. Also sieht wie ein Fleck aus. Haben Sie eine, irgendwie einen Leberfleck oder was? So was ganz Kleines? Nee, habe ich nicht. Nee. Das ist ziemlich groß. Ich sehe da. Muss man genau hingucken. Das sieht ja aus wie eine Zecke. Durch Zecke? Ja, das ist ja ungewöhnlich. Wie kommst du denn da bitte an eine Zecke? Ich bin halt Fahrrad gefahren und da war die Wiese so hoch. Ja. Beim Fahrradfahren? Ja, wenn die Gräser doch ein bisschen höher sind. Im Sommer ist doch normal. Zecke entfernen ist ja sehr einfach. Es gibt so eine spezielle Sange dafür, dass man den mal packt und vorsichtig das mal rauszieht, ohne dass den Kopf abreißt oder irgendwelche Blut, von der angesaugte Blut oder Sekret von der Zecke in die Haut hineingeht. Um diese Infektionsrisiko zu vermeiden, muss man vorsichtig natürlich rausziehen. Der Trick so ein bisschen. Nur ganz ich schau das mal raus. Frau Becker? Ja, ich hab's. Super, ja, super. Da. Sehen Sie? Das ist der Übeltäter hier, das Ihnen wehgetan hat. Ja, ich frage mal letzte Mal, wo haben Sie den geholt? Das ist ganz wichtig zu wissen jetzt. Ja gut, ich war mit meinem neuen Freund im Schwarzwald. Was? Mit diesem Internetputzi, den du da vor kurzem kennengelernt hast? Ja, das war ein bisschen rumgeknutscht und ein bisschen Hast du dir beim Sexdienstag eingefangen? Nein, wir hatten keinen Sex. Wir haben nur ein bisschen geküsst und gekuschelt. Mehr haben wir nicht gemacht. Ja, natürlich. Habt ihr wenigstens verhütet? Wir hatten doch gar keinen Sex. Ich konnte die Sorge der Mutter schon nachvollziehen. Aber sie sollte das vielleicht nicht so jetzt während der Behandlung, so wie sie das gemacht hat, machen. Besser wäre natürlich, wenn sie sich noch mal zu Hause in Ruhe mit ihrer Tochter hinsetzt und sie über die Risiken einer Internetbekanntschaft aufklärt. Ja,
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ihr glaube. Es gibt ja auch mal so die Möglichkeiten, wenn man dann nackt irgendwo liegt, dass durch die Körperflüssigkeiten werden die angezogen. Die Zecken können sich ja mal da einsetzen. Das ist ja schließlich ihre Tochter. Man muss ein bisschen Vertrauen mitbringen. Ne? Jetzt ist zumindest raus. Also kann ich mich jetzt auch wieder umziehen. Genau. Frau Becker kann nach Hause, wenn innerhalb von 7 bis 14 Tagen keine grippeähnliche Symptome auftreten, keine Rötungen, dann ist sie wahrscheinlich nicht angesteckt. Dann ist die Sache okay. Die Teenagerin hatte Glück, der Zeckenbiss verhallte ohne Komplikationen. Inzwischen sind die CT-Bilder der Frau mit der Brustentzündung da. Taifun Kraft wird von der Patientin und ihrem Ehemann bereits erwartet. Der scheint nach der ersten Aufregung voller Sorge um seine Frau zu sein. Allerdings nicht für lange. Ja, ich zeig Ihnen mal gleich was. Das sind die Bilder, die wir gerade gemacht haben. Vorsicht, die Nadel. Ne? Man sieht es ja hier an der Seite. Dunkle Stelle, das ist der Eiter. Das hat sich da entzündet, Brustdrüse. Ne? Ja. Es sieht nicht so gut aus. Ja, stimmt. Kannst du ja noch mal reinpacken. Mhm. Ich pack's wieder rein. Ja. Sieht aus mit Stillen. Bitte? Hm? Nochmal? Wir müssen das Kind stillen. Das Kind, was ich eben draußen gesehen habe? Ja, klar, natürlich. Unsere Tochter. Hm? Müssen wir noch stillen. Die hat schon Zähne, die ist schon was? Groß. Ja, und? Wie alt ist das Kind? Zwei. Oh. Ja gut, knapp 2,5 jetzt, oder? So kein Problem. Ja, das ist ja ganz klar, ja. Da ist ja durch die Zähne ja reingebissen. Das ist ja Mundkeime drin. Ja, das machen alle Kinder auch. Mein Gott, das ist ja, aber nicht mit den Zähnen, ein zweijähriges Kind. Das beißt er in die Brust und da geht er in die Brustdrüse diese Keime da rein. Das gibt sogenannte Strahlenpilz. Das hat aber mit dem Pilz gar nichts zu tun, sondern eine bakterielle Entzündung. Das verteilt sich in die Gewebe hinein, wächst ganz langsam, bildet Eiter. Meistens sind ja auch gemischte Infektionen, mit Staphylokokken zum Beispiel. Und wenn das so ist, muss man dann eben halt diese Eiter ja entlasten. Also wir müssen mal einen Schnitt machen. Was? Und diese müssen Schnitt machen und das Ding rausholen. Das heißt, sie soll operiert werden an der Brust? Ja, wollen Sie, dass die Frau was ist denn mit Sepsis kriegt? Aber Antibiotika kann sie doch nehmen, das geht doch heutzutage. Antibiotika kriegt sie so oder so noch dazu. Es gibt zwei Sachen. Also ist es wirklich schwierig mit Ihnen hier. Ich denke, ich höre nicht richtig, dass er immer noch stillt. Und er kümmert sich ums Kind, völlig egal, was aus der Frau wird. Ob sie Schmerzen hat, Sepsis kriegt. Das war ein bisschen unfair ihr gegenüber. Denken Sie an Ihre Frau und Ihr Kind. Ja, gut. Ja, also seien Sie bitte vernünftig. Ihre Tochter ist schon groß, sie hat schon Zähne, die möchte die auch gerne mal ausprobieren. Wie wäre es, wenn man der mal was zum Beißen gibt? Ja. Also, oder sehe ich das falsch? Richtig. Dass das weh tut. Okay. Empfehlung mit Stillen, auf jeden Fall mit Muttermilch wäre 6 Monate empfehlenswert. Und zwar nur mit Muttermilch. Danach muss das Kind zusätzlich gefüttert werden, weil ja Eisen oder andere Mineralien oder irgendwelche Stoffe da fehlen würden. Wer operiert? Ich. Wer Sie? Sonst? Ja. Wo wir wieder beim Thema sind. Ja, das kann das Thema nicht wenigstens die Frau Doktor machen? Nein, kann also, Herr Hahn, ich glaube, es reicht jetzt mal. Wir haben einen gewissen OP-Plan und ich mache das seit 30 Jahren und nicht nur bei Ihrer Frau. Das geht noch nicht. Nein, super, wunderbar. Wenn das mit Ihnen hier nicht funktioniert, dann müssen Sie bitte draußen so lange warten. Auf die Woche. Okay. Nee, dann warten Sie draußen. Weil Ihre Frau möchte das auch gerne wissen, was mit ihr passiert. Was haben Sie dazu eigentlich? Wann soll sie denn operiert werden? Hören Sie zu und seien Sie einfach mal ruhig. Echt? Das ist ja sehr arme. Echt, wirklich. Sie machen das Leben schwer, Ihrer Frau. Und gerade bei diesem kranken Zustand noch schlimmer. Ich habe so Schmerzen. Können Sie ein bisschen vielleicht mal Mitgefühl zeigen? Ja, ich bin schon. Wenn Sie die Schmerzen hätten, hätten Sie auch bestimmt. Bestimmt nicht. Weil ich kann es aushalten. Als der Mann erneut darauf hinweisen wollte, hallo, ich möchte nicht, dass meine Frau von einem Mann operiert wird. Wollte ich kurz wirklich das Zimmer verlassen, weil irgendwann hört auch das Verständnis von mir auf. Ich bin zwar eine Krankenschwester, aber ich bin ein Mensch. Gott sei Dank hat der Dr. Kraft dann sich eingemischt und auch was dazu gesagt, weil bei mir war dann auch irgendwann Schicht im Schacht. Mit viel Geduld konnte Taifun Kraft den eifersüchtigen Ehemann letztendlich von der Notwendigkeit einer OP überzeugen. Nach dem Eingriff wollen der Gynäkologe und Schwester Leandra nach ihrer Patientin sehen. Also, wir haben diese Eiter entlastet, aufgeschnitten und die Stelle dann Eiter rausgeholt. Das war so ganz schön viel drin. Das ist ein kleiner Schnitt, was wir gemacht haben. Es wird wahrscheinlich keine
Narbe bilden? Wenn ja, Sie können Ihre Krankenkasse noch mal nachfragen zur Korrektur dieser Narbe. Ja? Das übernimmt die Krankenkasse auch komplett. Da müssen Sie keine Kosten extra. Genau. Ne? Okay. Ja, das mit dem Abstillen, das haben wir auch geklärt. Das wollte ich gerade auch noch mal aufgreifen. Das wäre auch, glaube ich, mit Ihrer Tochter, die doch mir schon relativ groß erschien, mit Zähnen, an der Zeit. Ne? Weil die will jetzt auch mal was Ordentliches beißen. Es war auch sehr egoistisch von mir, muss ich wirklich sagen. Ja. Tut mir leid, Schatz. Jo, dann ist ja alles geklärt. Ne? Sekunde, haben Sie auch keine Fragen? Ja. Noch ganz kurz, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir sehr leid, ich habe da ein Problem gehabt und... Oh, vielen Dank. Sie haben ganze Arbeit geleistet. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Entschuldigung das ist angenommen. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Sind ja keine Unmenschen. Ich bedanke mich. Die Patientin hat sich von der Operation rasch erholt und konnte ein paar Tage später entlassen werden. Ihr Ehemann hat nach dieser Erfahrung verstanden, dass er mit seiner Eifersucht zu weit gegangen ist. Auch gegen die kosmetische OP ihrer Narbe hat er nichts einzuwenden.